are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. Hallo, ihr lieben Hobbydetektive und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sind wieder mal immer noch auf der Suche. Ups, oder? Spuren eines schweren Fahrzeugs. Wir sind noch auf der Suche nach dem verschwundenen Zug und so langsam sammeln wir unsere Mission, unsere Informationen zusammen. Jetzt können wir mal hier abmessen, glaube ich. Hier sehen Sie mal die Hufeisen. Jetzt werden wir hier mal kurz den Radstand messen. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Okay. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. So sieht es auch aus. Ach, was haben wir denn da? The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Das ist ja mal interessant. Das heißt, die haben das Ganze hierher gefrachtet. Was haben wir denn hier? Ein Seeausflug. An advertisement for lake cruises. Okay. Ein Toilettenhäuschen. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Und hier ist ein kaputter Wagen. Was hat es denn mit dem auf sich? An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Sieht aber sehr gemütlich aus. Ein paar Säcke, Kleidung. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Oder er wurde manipuliert. Hier wurde irgendwas reingeschüttet. Eine Metallplakette. Was haben wir denn hier für eine Plakette? Las A label with Zarpas. The name Las Zarpas. Klingt irgendwie nicht britisch. Stranduntersuchung abgeschlossen. Ich glaube, hier werden wir nicht mehr finden. Eine Plakette mit der Aufschrift Las Zarpas, die am Strand des Sees gefunden worden ist. Da müssen wir mal im Archiv bei uns nachschauen, was es damit auf sich hat. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Das Archiv befindet sich ja gleich hier ums Eck bei uns. Haben wir glücklicherweise immer bei uns jetzt. Was hat es mit Las Zarpas auf sich? Und was ist, ist das vielleicht eine Zigeunertruppe? Das kann ich mir nicht vorstellen. Konkursstatus für erste elektrische Eisenbahn. My search should be focused upon the name. Einwanderung. My search should be focused upon the name. Aber wir befinden uns ja im Jahr 95. My search should. Das hat nichts damit zu tun. Bentleys Mumie, das sieht ja interessant aus. Dortenbande. My search should be focused upon the name. Hier ist aber nichts. Der große Schneesturm. HMS Anston kollidiert bei Gibraltar. Das London-Paris-Telefonnetz. Das Bildnis des Dorian Gray. Oh. Ist das vielleicht noch ein zukünftiger Auftrag? Dockarbeiten in Southampton. Kündlicher Baccarat-Skandal. New Scotland Yard öffnet die Pforten. Marinegesetz, Cleveland Street Skandal, die Blutbuchenskandal der göttlichen Gesellschaft, Streik der London Match Girls, Jack the Ripper, Brasilien schafft Sklaverei ab, Whitechapel Morde, hier ist nichts, Blutiger Sonntag, goldenes Thronjubiläum der Königin, Bergwerkunglück von Arzten.
Hier finden wir nichts. Kunst und Architektur. Hier haben wir auch nichts. Ökonomie. Technik. Las Zarpas, sagen wir es doch. Bergtransporte. Die Bergen von Las Zarpas, hier haben wir ein schönes Bildchen dazu, sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört in dem mexikanischen Konsortium Carasal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistung und Bergbau aktiv ist. Aha. Haben die was mit dem Fall Here zu it tun? is. Jetzt wird es aber sehr kompliziert. Okay, das haben wir ja schon gelesen. Jetzt können wir nochmal ruminieren. Okay. Ist das damit zu tun? Die Mexikaner haben kürzlich Bagen auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas Schweres zu transportieren. Haben wir noch etwas? Überfluteter Steinbruch? Hier, nein. Wir dürfen weiter suchen. Aber zumindest haben wir das jetzt mal geklärt. Dann gehen wir mal zu den Minen und untersuchen die Minen genauer. Ob da vielleicht irgendwas ist. Ein sehr, sehr komplexer Fall, der nicht so einfach zu lösen Here are the ist. mines, Holmes. They appear to be abandoned. Also, und hier wurden Minen, sag ich schon. Schon wieder Fahrzeugspuren. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Gut, das hilft mir jetzt noch nicht sehr viel. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Und hier lagen Maschinen, die wurden aber abgerissen. Fehlende Schienen, das sage ich ja. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Es ist sehr merkwürdig, dass die Schienen zu den Minen fehlen. Aber wir haben gestohlene Schienenteile. Also das kann ja nicht ganz übereinstimmen. Jemand hat die Schienensteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleichstück in die Mine zu ersetzen. Achso, oh, na gut, so kann man das natürlich auch sehen. Mine eingestürzt, überfluteter Steinbruch. Okay, dann doch nicht. Hätte ja sein können. Mysteriös. Müssen wir uns mal hier genauer umschauen. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Eingestürzte Mine, Steinhaufen, Päckchen. Ist das noch ein bisschen Dynamit, was über ist? This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. So geht's natürlich auch. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Ja, bitte nicht, während ich da bin. Und Meisterschütze. Dachte ich mir doch, das sieht nach TNT aus. Dynamite. Okay, die Höhle wurde gesprengt und die Höhle ist eingeschätzt. Irgendwas stimmt dabei nicht. Das könnte natürlich sehr gut sein.
Oh, und wir haben unsere erste Kombination. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Aber wo sind dann die Chilenen? Hier kann der Zug ja nicht lang gefahren sein. Hier ist nichts mehr. Irgendwo muss ja noch was sein. So, dann gehen wir mal hier rein. Irgendwas muss es hiermit doch auf sich haben. Ein komplett leerer Raum. Also, was steht denn hier? Mine Guards. Okay. Metallkasten. Nun denn, jetzt. Schloss untersuchen. This box must be the safe. Let's open it. So, und das sieht mir schon wieder etwas komplexer aus. Ich möchte auch genau treffen. So. Haben wir es geschafft? Ja. Einwandfrei, was befindet sich in dieser Box? Ein Brief, eine große Box für einen kleinen Brief. Company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Mycroft. Neue Sicherheitshinweise an das gesamte WEA Coal Sicherheitspersonal. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barkas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des KK-Konsortiums mehr die Anlagen betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Dann setzen Sie diese neuen Vorschriften um, geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da sie vertraulich sind. Interessant. Sind deswegen die Männer auch im Zug geblieben? Haben die dann was mit dem Verschwinden zu tun? Okay, verwenden Sie einen Telegrafen, um mehr die Firma WEA Coal herauszufinden. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen Bahnhof und Watson. It seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps. Yes, Watson. We should certainly speak with him. So, aber wo ist der gute Herr? Finden Sie den Mann, der in Wartesaal von Doncaster Zigarren rauchte. Verwenden Sie einen Telegrafen, mehr über die Firma WEA Coal herauszufinden. Untersuchen Sie das Nebengleis. Ich gehe mal. Vielleicht ist noch was an den Weichen, was ich übersehen habe. Oder hat sich was ergeben vielleicht. So langsam vermute ich, dass der Zug da dass der Zug da reingefahren ist und deswegen die Mexikaner noch da drin waren. Nur die Frage ist, sind sie die Opfer oder sind sie die Täter? Irgendwas muss hier ja noch sein. Hier sind die Weichen. Aber ich habe doch eigentlich schon alles nachgeschaut hier. Also irgendwas ist für mich hier noch unklar. Hier geht's nicht weiter. Ist der normale Kutschweg? Aber hier ist auch nichts. Irgendwas habe ich hier übersehen, aber ich weiß nicht was. Hier ist dann auch nichts mehr.
Und an den Schienen. Scheint hier auch nichts mehr zu sein. Ups. Ach, mal diese Geisterzüge, da kriegt man richtig einen Schrecken. Schon wieder ein Geisterzug. Ja, komisch, ich kann hier nichts klären. Dann heißt es, gehen wir mal in Doncaster, war der Mexikaner. Vielleicht ist er ja immer noch da. Und die werden ja da sicherlich auch einen Telegrafen haben, den wir mal verwenden können. Mysteriös, mysteriös. Ihr seht, hier hat sie schon einiges getan. Naja. Ich glaube, die Chilenen öffnet sich damit was Neues. Ja! Robinson ist ein Betrüger. Das kann natürlich durchaus sein, aber hier spricht natürlich sehr, sehr viel für ihn. Aber noch ist der Fall nicht geklärt. Es fehlen noch ein paar Hinweise. Oh, guck mal, da ist der Mexikaner ja wieder drin. Was hat er uns zu sagen? Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Das heißt, er hat auf die Kollegen wohl gewartet. Ein alter Mann. Ja. Und die teure Zigarre. Wie kommt er auf Kampfsport? Chile, but you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Vielleicht ist der Chilene und wird aber von den Mexikanern bezahlt und bekommt die dann geschickt. Das wäre natürlich auch eine Option. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them. Or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Irgendwas stimmt mit dem Mann nicht. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Okay, wir haben noch ein paar Fälle. Schauen wir mal, ob wir die auch noch hier mit einbringen können. Also irgendwie ist das sehr, sehr verwirrend, was hier vor sich geht. So, wir brauchen einen Telegrafen. Da hinten ist der Telegraf. Einige Zeit später. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt zwei Firmen, Barcazas aus Chile und Carasal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma WEA
WEA Coal kaufen. Das mexikanische Carasal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es dem chilenischen Barcasas-Gruppe mithilfe einer einflussreichen Verbindung, sich den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Das ist interessant. Was haben wir hier? Eine neue Komponente. Die Mexikaner hegen keinen Groll gegen die Chilenen. Das Geschäft ist schließlich Geschäft. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Der vielleicht dazu. Kein Groll. Wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Carasal ist nicht gut auf die chilenische Firma Barcasas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für WEA Coal Minen erhalten, obwohl bereits eine Vereinbarung mit den Mexikanern bestand. Na, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ich glaube, die Chilenen haben mit Absicht dagelassen. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden die Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Na, das sah mir von Anfang an so aus. Mexikaner Zug verschüttet. Das ist sehr, sehr komplex der Fall. Jetzt hatte ich hier noch was. Aber was hat es mit den Schienenstücken auf sich? Irgendwas haben wir übersehen. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham, das zum Steinbruch führt. Zwischen dem Steinbruch hier, zwischen irgendwo hier in Doncaster. Hier sind wir ja schon. Irgendwas ist da noch, was noch nicht geklärt ist. Irgendwas haben wir hier übersehen. Na, Watson. Kann er uns noch etwas sagen? You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Wo ist dieses Nebengleis? Ist das hier hinten? Nein, ist es nicht. Hier muss irgendwo ein Nebengleis sein, aber ich weiß nicht wo. Dort hinten vielleicht. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Oh, da hinten haben wir doch was. Ha! This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted. But it still works. Huch, hier können wir nichts machen. Okay. Irgendwas muss hier sein. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Okay, die Schienen sind alt. Also wurden hier nicht die neuen verbaut. Irgendwo muss doch was sein. Aha. Hier haben wir doch was. The railway ends here. That is strange. Aber hier wurde noch was gemacht. Bis hierhin zumindest. Was haben wir hier?
Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Kann nicht gesunken sein. Der Zug kam nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, das dort führt, ein Stück fehlt. So sehe ich das langsam auch. Was haben wir noch? Wir haben hier eine weitere Option. Gleich zu den Minen. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück in den Minen ersetzen. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überflügten Steinbruch zu ersetzen. Sehr, sehr merkwürdig. Das weiß ich natürlich nicht. So, haben wir noch Hinweise? Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Gehen Sie jetzt der Herleitungsbericht zu den Schlussfolgerungen durch. Hau, Fragen über Fragen, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze nochmal rekapitulieren, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Dann gucken wir uns unsere Schlussfolgerungen an und gucken dann auch natürlich, was das mögliche Ende ist an. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn wir dann den Fall lösen. Bis dahin wünsche ich einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Ach genau, bevor ich es vergesse, ihr könnt natürlich auch gerne mal drunter schreiben, was ihr glaubt. Wer ist denn hier jetzt der Täter und wer nicht? Ist es entweder der Mr. Robinson, der seine Versicherung da haben will und die verschiedenen Verträge eingeheimst hat? Sind es die Mexikaner, die wütend auf den Fall sind, dass die Chilenen den Zuschlag bekommen haben zu der Mine? Ha, schwierig, schwierig, schwierig. Also es kann eigentlich fast nur das sein. Und deswegen wurden die Chilenen auch an Bord gelassen. Ich hoffe, wir können das gleich noch klären. Oder haben wir noch die Möglichkeit, die Chilenen? Also wir werden es auf jeden Fall nochmal ein bisschen durchspielen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Let's Play Sherlock Holmes. Bis dahin, einen wunderschönen Tag und auf Wiederschauen. Ciao.